Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Wir machen mal wieder die Challenge mit dem Würfel, genau. Wo wir würfeln und dann irgend aus einem Glas was essen müssen. Und das Lustige ist heute, wir machen das als EM-Special. Deswegen haben wir überall Sachen reingelegt, die irgendwie mit der EM zu tun haben. Und hier, das sieht man erstmal ganz lecker aus. Schwarz-rot-goldene Jellybeans, aber da sind auch die ekligen drin. Das kann richtig schlimm sein. Hier haben wir die ganz sauren Pasta-Flutter oder Pasta-Flagger. Hier haben wir das Strafglas. Und hier haben wir noch niedliche Kinderschokolade. Ja, die sind, glaube ich, auf Platz 1 bei mir. Wollen wir erst wieder eine Reihenfolge festlegen? Genau. Ich mache mal die Kette einmal weg. Die machst du dir um? Ja. ich glaube, die würde ich auch auf 1 setzen. Genau, die würde ich, glaube ich, auf die letzten, genau. Und die Jelly Beans dann auch, ne? Ja, der Trick dabei ist ja, wir bekommen zwar die Punkte von den schlimmen Sachen und vielleicht gewinnt man dann auch, aber man muss sie ja trotzdem essen, deswegen. Es genau. Ist immer so eine... Vielleicht erkläre ich nochmal kurz die Regeln, habe ich gar nicht gesagt. Wir würfeln abwechselnd und wenn ich zum Beispiel eine 4 würfel, kann ich mich entscheiden, ob ich aus dem vierten Glas was esse. Und wenn ich das esse, dann bekomme ich 4 Punkte. Und das machen wir 3 Runden, jeder dreimal gewürfelt hat. Und dann schauen wir, wer die meisten Punkte hat. Findest du die Reihenfolge so richtig? Ich glaube, ich mag die lieber als die. Ja, können wir drehen. Die harten Bonbons sind auch mal auch nicht so ganz meins. Die sind nur so super süß. Ja, ich finde die Reihenfolge so gut. Sieht auf jeden Fall alles super schön aus. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man das so auf einem WM-Tisch, EM-Tisch dekoriert. Außer die. Ja, genau. Und die, da würden sich auch, glaube ich, die Gäste nicht so freuen. Ja, das ist eher so eine Scherzsache. Ich habe hier unsere Tabelle und unsere beiden Namen und da kommen gleich die Punkte drunter. Okay. Ich lasse dir einmal den Vortritt. Dann will ich mal würfeln und ich hoffe, ich würfel die 1. Na. Oh, neu. Ich würfel nochmal. Ich habe die 5 gewürfelt. Ich habe direkt hier dieses Glas. Ich mach's. Mutig. Und ich greife mal da blind rein, weil wir haben da alle möglichen. Ich könnte da auch schon die guten erkennen. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Und ich habe eine schwarze. Das kann gefährlich werden. Könnte Stinktier sein. Es könnte auch Lakritz sein, das mag ich. Also du magst ja Lakritz. Lakritz. Okay. Dann hast du Glück gehabt. Für mich wäre das auch nicht so cool. Lakritz mag ich ganz gerne. Boah, da habe ich Glück gehabt. Wenn das jetzt Stinktier gewesen wäre, boah. So, Daumen drücken. 6. Gute Punkte ausbeute, aber mal gucken, was ich hier herausbekomme. Das ist, glaube ich, immer falsch. Ja, glaube ich auch, dass du das immer falsch machst. Oh, ich will das nicht. Das könnte auch Hundefutter sein. Und das ist Hundefutter? Boah. Aber ich schreibe dir schon mal die 6 Punkte auf, du hältst da echt durch. Das sind die Schwippe. Du hast sie dir verdient. Die schlimmsten 6 Punkte aller Zeiten. Das ist das Allerwiderlichste. Boah, es stinkt doch schon wieder hier. Es tut mir leid. Ich würfel mal schnell. Das ist wirklich, da leiden die anderen genauso mit, weil es unglaublich stinkt. Boah, Eva. Ich habe wieder eine 5. Ich greife mal wieder blind rein. Ich hoffe, dass ich was Gutes habe. Oh, und ich erkenne schon, das ist eine Jellybean von Haribo. Die ist auf jeden Fall gut. Ich war sehr süß. 10 Punkte für Kathi, 6 im Moment für mich. Schmeckt nach Zitrone. Ich komme Kathi mal nicht zu nahe. Ich stinke. So. 3. Ja. Dann kriege ich den Geschmack wenigstens aus dem Mund raus. Und es ist alles noch unentschieden, würde ich sagen. Alles offen. Alles offen, je nachdem, was ich jetzt würfel und was du dann würfelst. Dann würfel ich mal wieder. Und ich habe eine 4. Heute habe ich nur hohe Zahlen gewürfelt. Jetzt habe ich hier eins von diesen Bonbons, die ich eigentlich nicht wollte. 14. Also. Sieht zwar total niedlich aus. Außen rundherum schwarz, rot, gold und weiß und innen ein Fußball. Aber ich mag so Bonbons nicht. Na, die sind einfach hübsch, aber total süß. Okay, das war eine 4 für dich. Das heißt, es sind im Abschluss 14 Punkte. Mal schauen, ob du aufholst. Ich brauche mindestens eine 5, um das aufzuholen. Daumen drücken. Und es ist eine 6. Heute haben wir wirklich komisch gewürfelt, ne?
Wir haben den Fake-Würfel genommen. Wir wollten nur so gerne irgendwas hiervon haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben den Würfel genommen, wo nur 4, 5 und 6 drauf sind. Das ist nicht wahr. Hier ist zum Beispiel die 1 und die 2. Ich habe auch eine 3 gewürfelt vorhin. Grün. Das könnte Limette oder Rasenschnitt sein. Das ist Rasenschnitt. Das sind hart verdiente. Du hattest wirklich richtig, Pech, Eva. Richtig Pech. Deswegen, ich gönne es dir, dass du gewonnen hast. Ja. Super gemacht. Ganz knapp, aber ja. Obwohl ich extrem viele Punkte. Ja. 5, 5 und 4. Mhm. Trotzdem habe ich heute mit verloren. 14 Punkten verliert, ist schon echt hart, aber. Ja, das war Hundefutter ist noch härter. Ziemlich witzig. Vielleicht möchtet ihr, dass wir das nochmal machen. Mhm. Schreibt es unten in die Kommentare. Ja. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich finde, das sieht auch echt hübsch aus alles. Vielleicht habt ihr auch noch gute Vorschläge, was wir da noch so zutun können. Vielleicht habt ihr auch noch schöne EM-Fußballsüßigkeiten gesehen und habt noch gute Tipps für uns. Schreibt es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust, unsere anderen Challenge-Videos mal anzusehen. Die findet ihr alle bei uns im Kanal. Vielleicht möchtet ihr uns auch ein Abo dalassen. Das wäre natürlich auch super. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss! Tschüss.